Mein Lieben, ich bin's mal wieder, euer Jackie, und ich habe gedacht, sag ich mal, ich mache mal einen kleinen Vlog, um euch zu schildern, was momentan abgeht. Zum größten Teil kann ich es leider nicht machen, weil Privatsachen sind, aber ja, was ich so erlebt habe, trotzdem, was ich momentan schaue, ja, mehr kann ich halt nicht machen, ne? So, was ich. Zumindest sagen wir so, was ich so lebe momentan. Ich mache halt viel mit meinem Sohn, halt bin ich mehr unterwegs, dann oder spiele halt zu Hause mit ihm, Filme ab und an, ging raus, halt viel spazieren, auch wenn das Wetter ein bisschen mies ist. Naja, mal gucken. Ja, was gibt es denn noch? Für Samstag waren wir halt jetzt bei meinen Eltern halt, musste aber auch ein Fax erledigen, dorthin. Ja, aus privaten Gründen. Wie soll ich sagen? Also sagen wir so, ich kann euch erzählen, gewisse Leute wissen das ja, dass ich seit September eine Tochter habe, die aber in Süddeutschland wohnt und da gibt es Komplikationen mit meiner Ex, die aufgrund bzw. auf Wunsch ihrer Mutter, weil den Kontakt. Und nur die Mutter möchte mit mir Kontakt aufnehmen und wenn nicht, und das sehe ich nicht ein. Das gibt es bei mir gar nicht. Ich kenne sie noch nicht mal. Ich will schon mit der Person Kontakt haben. Also mit der Mutter von meiner Tochter, sagen wir so. Naja, gut. Genug erzählt von die in Süddeutschland Sache, die privat ist halt ein bisschen. Aber ich habe jetzt nur grob erzählt, was so abgeht. Und das, naja, viel kann man da jetzt nicht rauslesen. Halt. Auf jeden Fall ist es schon krass halt. Also, naja, kann man nichts machen. So, dann, was ich gespielt habe. Ich habe gespielt Jedi Fallen Order am Samstagabend. Habe ich angefangen, so für eine Stunde. Auch wenn das dieses, ja. Eigentlich noch auf diesen diese Schrotthaufen-Planet, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ist das Planet. Ja, man arbeitet ja als Schrotthändler oder was weiß ich, oder Verarbeiter. Und ja, da ist halt so, dass ich nur ein bisschen gewissen An also Teil gespielt habe, wo er eine Traumillusion hat und da Feierabend gemacht und heute weitere Spiele. Heute habe ich weiter, jetzt bin ich auf Bakko. Ne. Ne, Bokan, glaube ich, hieß der. Sorry, Leute, ich bin da unsicher, aber ich weiß gar nicht. Ich vermute, dass der Bokan hieß. Der Planet. Gehe ich davon aus. Nehmen Sie mir nicht übel, wenn es falsch ist. Ja, Joker habe ich mir auch angesehen. Aber nicht heute. Also, das war letzte Woche. Bombastischer Film. Und der Film hat mich eigentlich sehr doll erinnert, wie die Menschheit heute leider wirklich ist, wo ich manchmal denke, ja, ich mache fast das gleiche durch wie der arme Typ, dessen Name ich jetzt nicht, ich glaube, nee, irgendwas mit der, ich weiß nicht, so, also, ich bin nicht so der Namenskenner unbedingt, halt. Nee, sagen wir so, so Joker, ich nenne ihn jetzt mal Joker, also es soll ja auch Joker sein, ne? Also von da. Der hat eigentlich das durchgemacht, was ich fast durchmache, nur, ja, dass er seine Mutter umgebracht hat, sagen wir so. Oh mein Gott, ein fetter Spoiler, wie kannst du es wagen? Ja, sorry, es tut mir leid. Ich zähle das noch nicht mal als Spoiler. Also zumindest so wie die Menschen ihn behandeln, sage ich mal, so fühle ich mich gerade, sagen wir mal so, so fühle ich mich auch gerade, nur nicht, ja, nur nicht so mit Schlägern und so alles und jetzt und was. Aber ja, kann man sagen. Habe ich auch so gedacht, ja, der Film ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie die Menschheit wirklich ist. So, dann gucke ich aber zu Gute Laune Typ oder Schlechte Laune Typ, nennt er, hat er auch seit neuestem einen Kanal, den ich
noch nicht kannte. Ich kannte ihn nur der gute Launentyp, beziehungsweise Tim heißt er. Ich kann ja seinen Vornamen sagen, weil der ist auch so viel unter Tim bekannt. Halt, also es ist schon ganz gut, sag ich mal, so ihn mal wieder zu sehen. Ich war schon mal bei ihm, aber das ist so lange her. Also ich war bei ihm mal als Besuch, ist aber schon etliche Jahre her. Da hatte ich keinen Sohn. Da war ich sogar noch mit meiner allerersten Freundin zusammen. Und ja, ich glaube, das war so 2012, 13. Sagen wir so, 12, 13 war es so. Genau da. Haben wir ein Video so zusammen gemacht, ach, also zusammen gemacht. Ja, das war schon richtig, Jackie. Gut. Also haben wir zusammen gemacht, gedreht, etc. Wenn man bedenkt, dass es ein ganz spontanes Video ist, kann ich sagen, es ist scheiße. Also nicht von Tim Seite aus, sondern von meiner Seite aus, weil ich in diesem Video, sage ich mal, schüchtern nicht. Ja, nee, sagen wir so, es ist halt, sage ich mal, ungewöhnlich gewesen. Eine früher war, sagen wir so, da, wie gesagt, es war so 2012, 13, na, es sind schon fünf, sagen, ja, so 5 Jahre her, so, ja, knapp 5 Jahre sind es ja, 5, 6 Jahre her, sage ich mal, wo ich bei ihm war. Und da ist halt das Problem halt. Also, wenn ich bedenke, wie ich jetzt so bin, jetzt wiederum wäre es vielleicht anders, aber ich bin jetzt, wenn ich ein spontanes Video, zumindest eine Top 10, würde ich irgendwie, glaube ich, nie spontan machen können, trotzdem. Weil ich, bei einer Top 10 würde ich schon mich vorbereiten müssen. Aber so ein Vlog wiederum, der ist spontan, da rede ich so frei Schnauze, das ist, sag ich mal, ja, was man machen kann. So wie beim Nudeln essen, Rahmnudeln, ja, da wollte ich auch noch ein Video machen, will ich machen. Sagen wir so, von den Rahmnudeln, die ihr in der letzten Woche gesehen habt, also ich glaube, das war letzte Woche oder so, ist zumindest laut YouTube ist das Video eine Woche alt schon. Ja, ist es halt so, ich habe die scharfen Nudeln, ohne Witz, das war ein Fünferpaket, ich hatte auch ein 5er-Paket von den Käsenudeln geholt. Es ist lecker. Ich habe, sage ich mal, jetzt nur noch von beiden eine Packung übrig, sagen wir so. Und die sind lecker. Aber mir ist aufgefallen, man darf nicht so viel davon essen. Also habe ich das Gefühl. Zumindest bei mir ist es so, wenn ich viel davon esse, habe ich so einen schleimigen Hals und habe das Gefühl, dass ich krank werde. Und das ist richtig scheiße. Sagen wir so. Aber ich werde noch von den Nein, nicht Käse. Doch, oder? Ich weiß nicht. Ist Käse Rahmen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Rahmnudeln nochmal machen. Halt. Ich habe von beiden eine Packung noch. Also von zweimal Hot und einmal von der anderen. Und ja. Werde ich auf jeden Fall ein Video machen. Diesmal werde ich es chaotischer noch mehr machen, versuchen. Halt, als sonst. Halt, ich bin eigentlich albern, nur wiederum im letzten Video. Eigentlich packe ich auch Musik rein oder so. In das letzte Video, wo ich die Rahmen gemacht habe, da ist mir nichts eingefallen. Also nicht das, zumindest nichts eingefallen, was mir gefallen könnte. Versteht ihr? Irgendein anderer YouTuber würde irgendwie, ach, da ein Kater, da irgendwas reinmachen, bla bla, was lustig ist, etc. Ja, kann ich verstehen, aber es muss mir ja auch gefallen. Ivanio zum Beispiel, ohne Witz, er macht witzige Sachen, ja, aber so einen Stil werde ich nie machen. Ich bin vielleicht, sag ich mal, ich werde vielleicht, sag ich mal, schon solche kleinen Filmausschnitte oder was ich auch mal reinpacken, aber dann muss es mir gefallen und nicht, sag ich mal, irgendwie, ach, Hauptsache lustig oder so. Ach, es passt trotzdem zusammen, auch wenn ich jetzt Lust habe, ne? Auf. Deswegen, das ist die Sache, es muss mir halt gefallen. Naja. Ja, das war's dann eigentlich auch von mir. Wahrscheinlich geht das Video, was das ich schon, wie lange, weiß nicht, wann ich jetzt begonnen habe. Wir haben schon 1:22 Uhr. Ich zeige es euch. Und danke übrigens für die 69 Abonnenten.
Und ja, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich halt freuen. Ne? Also von daher, ich trinke jetzt nochmal einen Eistee. Geht dann auch gleich schlafen, wenn das Video hochgeladen ist, beziehungsweise falls ich es schnibbel, wie letztes Mal, habe ich auch gemacht. Schadet der eigentlich nicht. Von daher, ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Euer Jackie. Tschüss.